Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Mom und Folge. ich haben im Laufe der Jahre oft gestritten, Lost aber the dieses Distance. eine Mal war es besonders schlimm. Vor allem deshalb, weil es eines der letzten Gespräche war, die wir jemals geführt haben. Oh, du verstehst das einfach nicht. Es geht hier nicht um irgendeinen kindischen Traum. Die habe ich schon vor langer Zeit aufgegeben. Wir sind nun einmal für den Hof verantwortlich. Und eines Tages wirst du ihn übernehmen. Wer soll ihn denn sonst weiterführen? Denkst du, Conny? Ich bitte dich. Das reicht. Hey, ich werde in diesem Haus keinerlei Hör bloß Gewalt nicht auf dulden. das, was sie sagt, Conny. Was ist denn los? Komm schon, Schwesterherz. Nehmen wir Henriettas Boot und fangen ein paar Fische. Ich möchte so weit wie möglich von diesem Ort hier weg. Komm sofort wieder zurück. Junges Fräulein. Ich habe versucht, diesen Streit zu vergessen, aber Mom kann das bestimmt nicht. Nicht, wenn das kaputte Rad sie täglich daran erinnert. Okay. So, alle jetzt gleich hier müde ausgeschlafen. So, wer fängt an? Der pennt noch. Okay. Sie ist ausgeschlafen. Sie kommt jetzt hoch und ist verwundbar. Keine Ahnung warum. Die pennt noch, du interessierst nicht. Loyalität und Gesundheit. Gesundheit kann sie was machen? Etwas Gesundes kochen. Oder trainieren gehen. Nee, du, weißt du was? Lass hier laufen gehen, okay. Wir gehen aber jetzt erstmal was Gesundes kochen. Das hebt dir beides ein bisschen hoch. Und du? Schaden begutachten. Nee, kannst du erstmal vielleicht frühstücken? Ich finde Frühstück erstmal ganz cool. Oder mit deiner Mom reden. Genau, rede mit deiner Mom. Ich habe neue Stoffe für dich bestellt. Welche Farben? Viele. Es ist ein ganzer Haufen. Oh, das ist nett. Wirst du mir zeigen, was du daraus machst? Ich Plan würde zu Wolpertinger. gerne sehen, was du vorhast. Vielleicht. Ich weiß nicht. Danke, Mom. Und ein Bubups. Und er jetzt? Er ist einfach überwältigt, okay. War es das schon? Das hat aber nicht viel für deine Harmonie getan, Mensch. Okay. Gut, dann gehen wir den Schaden begutachten. Kocht was Gesundes? Das sollte dann das hier erstmal hochheben. Schlaf ist okay, Fleiß ist in Ordnung. Es ist bloß eine Speiche gebrochen. Sie ist ungefähr 30 cm lang und 5 cm dick. Melville wird mir helfen, Ersatz zu besorgen. Ist das nochmal? Okay, ich weiß nicht, wer es ist, die oder so. Mit deinem Vater reden? Nö. Und mit deiner Mom reden? Nö. Okay. Vielleicht was essen? Snack erstmal essen? Du kochst was Gesundes, sehr gut. Was ist bei dir los? Es tut mir so leid, Liebling. Ich hätte dich nicht so unter Druck setzen dürfen. War's das? Ja, okay, die trauert nur da dran. Die isst jetzt erstmal einen Snack und dann gucken wir mal, was wir daher mit Harmonie machen können. Die isst was Gesundes. Hat jetzt nicht so viel geholfen, aber wir machen das jetzt mal. Light schläft ja noch, ne? Ja. Der schläft auch noch. Der kann auch noch ein bisschen weiter schlafen. Guck mal, dem geht's jetzt relativ okay. Der muss jetzt noch ein bisschen essen, aber dann könnte ich mir denken, dass... Ich weiß nicht, ob ich den aufwecken kann, aber ich will es eigentlich auch gar nicht probieren. Macht sie jetzt? Macht sie? Irgendwas. Du willst den Schaden begutachten, ne? Dann geh mal rein da. Warum da? Was machst du da? Gehst du gerade zusammen oder was machst du da? Ersatzspeicher fragen. Hey, was ist los? Nichts. Ich habe mich bloß ausgeruht. Ist
dieses Zeichen eigentlich, dass sie sich nicht um das kümmert, was sie eigentlich sollte? Ach, guck mal, er ist wach. Cool. Dann essen geht nicht. Dann das hier. Kriegst du auch gleich einen Erfolg, wenn du ein bisschen kochst. Sie läuft, sie läuft. Jetzt koch einmal gut. Dann hast du auch mal ein bisschen was für dein Leben getan. Ja. Hast du zufällig ein Rundholz mit 30 cm Länge und 5 cm Dicke? Das ist aber eine sehr spezifische Anfrage. Ich muss eine kaputte Speiche in einem alten Wagenrad ersetzen. Weißt du, es gibt da ein altes Rad in der Nähe von Henriettas Haus. Das könnte genau die von dir gewünschte Größe haben. Ganz zufällig. Gern geschehen. Cool, dann erfüll mal. Oder geht ihr da zusammen jetzt hin? Noch zusammen gerade hingehen. Du isst mal auf. Kann er noch abräumen? Ja, guck, den geht's doch okay. Kannst du noch abräumen? Danke. Und dann tust du jetzt hier... Stell mal die Skulptur fertig. Du kannst... Ah, ne, jetzt okay. Immer eine Auszeit, oder? Ablenkung, Entspannung. Das braucht er aber nicht. Braucht er nicht. Geh dann sie fern. Wenn das das Ding ist, was du brauchst, sie fern. Du gehst jetzt bitte hier eine Speiche holen. Hier geht's okay. Du möchtest Axel von irgendwas berichten, von den Schafen. Dann mach das mal, du bist ja gerade neben dem. Bin ich hier? Ah. Axel. Hallo? Ich fände es voll okay, wenn man den hinterher rufen könnte, dass die kurz stehen bleiben. Dann nicht über die ganze Insel folgen muss. Ich habe nach den Schafen gesehen. Die gute Nachricht ist, dass ich nichts Ungewöhnliches gefunden habe. Keine Krankheit, keine Parasiten. Aber um sicher zu gehen, habe ich die Proben zu einem Labor in der Stadt geschickt. Oh, ein Glück. Angie wird sehr froh sein, dass es Ihnen gut geht. Na, sollen erstmal hier den Dings ab. Tut mir leid. Ich war wohl einen Moment lang abwesend. Ah, cool. Stell sicher, dass es der Herde gut geht. Bei dir? Ah, das Speichenrad, das auch kaputt ist. Ah, nee, da kannst du das Ding rausnehmen. Passen. Ja, okay. So, jetzt aber reparieren, bitte. Dann du? Willst du mit dem noch reden? Nee. Dann, bei dem musst du nicht sehen. So, geh mal mit deiner Ische sammeln. Du müsst am schnellsten fertig sein. Was ist denn mit ihm? Er nimmt sich jetzt gerade die Auszeit. Dem geht's voll gut! Nur noch Selbstzweifel hat, okay. Rauchen tust du ganz sicherlich nicht, Junge. Umhängen. Kannst du dir da... Nein. Plaudern könntest du mit der. Gucken, sie ist, sag ich doch, sie ist als erstes da. Die Speichen sind alle lose. Das macht die Sache einfacher. Hm. Dann hast du das schon mal repariert. Ist doch gut. Jetzt wird sich Mom nicht mehr an deine Streiterei erinnern. Genau. Erinnerungen verblassen, wenn sowas einfach passiert. Cool, die ist jetzt gerade wunschlos glücklich, dann würde ich dir gerne ein paar Routinen geben. Ja komm, geh mal ein bisschen nähen. Freut sich deine Mama. Weißt du was? Zur Hölle damit. Lass uns rausgehen und nach Löwenzahn suchen. Bist du sicher? Jetzt habe ich es schon gesagt. Es gibt kein Zurück mehr. Oh, alles klar. Dann lass uns gehen. Oh. Gehen wir zusammen Löwenzahn pflücken. Und du machst irgendwas anderes. Also du wolltest ja auch mit der sprechen, stimmt. Upsis. Du machst jetzt wohl ein bisschen was für deine Gesundheit. Na, kannst du irgendwas anderes vielleicht machen in der Zeit? Fernsehen macht halt keinen Sinn. Rumhängen macht keinen Sinn.
Die können nicht. Auszeit nehmen nicht. Ich würde ihm halt einfach gern. Was ist im Weg? Da? Komm, mach das mal. Mit der? Kann ich die jetzt nicht mehr spielen oder was wird das? Okay. Keine Ahnung. Form eine Skulptur zur Erinnerung. Ach nein, das hat er doch schon fertiggestellt. Weil jetzt schon Nachmittag ist. Ist er wahrscheinlich zerpisst. Bei ihm ist das jetzt rausgegangen, weil er kann ja nichts mehr machen. Kannst du mit deinem Vati reden? Ja, dann komm. Schau doch mal mit deinem Papi. Jetzt raus aus meinem Interaction-Feld oder was ist das? Das Grabmal ist fertig. Es ist eine Skulptur, die eine kahlköpfige lesende Frau zeigt. Mein Sohn hat sich sehr viele Gedanken darüber gemacht. Eine kahlköpfige Frau? Es ist gute Arbeit. Wirklich sehr gut geworden. Nun, das hoffe ich. Für alle, die den Friedhof jemals betreten, wird dies der erste Eindruck von meiner Tochter sein. Danke, dass du es mir gesagt hast. Kein Problem. Es ist schon fast an der Zeit. Jetzt fehlt nur noch der Kranz von Gallia. Bitte, hab Geduld mit uns, mein Engel. Jo, das lief richtig gut. Fühlst du dich besser? Besser? Jetzt, wo die Skulptur fertig ist. Ich konnte sie nicht vollenden. Das ist doch nicht leicht. Mach dir keinen Kopf. Wie hast du dich gefühlt, als du das Grabmal für Mom angefertigt hast? Ich konnte mich kaum konzentrieren. Hat deutlich länger gedauert, als ich mir dachte. Es war schmerzvoll. Die ganze Zeit über. Und hast du dich besser gefühlt, nachdem es fertig war? Nein. Aber ich wollte es für sie tun, wenn ich schon sonst nichts tun kann. Sie hat es verdient. Das ist kein Problem. Ich mochte dieses Grabmal nie, aber es ist gut, dass du es angefertigt hast. Ja. Und dasselbe gilt für deine Arbeit an Angies. Ja, ah, guck mal, seine Selbstzweifel sind weg. Wie? Oh, dieser Kerl. Ich habe ihn doch gar nicht darum gebeten, es zu reparieren. Voll. Die ist jetzt, glaube ich, ein bisschen pisst. Du kannst nichts mehr machen in deinem Leben, ne? Kannst nicht irgendwie die Skulptur vielleicht noch nachträglich? Nein, kannst du nicht. Okay. Besuchen. Bei der? Hast du schon was gefunden? Ich habe ein paar schöne Exemplare gefunden, aber es reicht nicht für einen ganzen Kranz. Die meisten haben sich schon verwandelt. Wie kleine, weiße, fluffige Blumenzombies. Ah, ich habe es dir doch gesagt. Wir können Leimkraut, Engelwurz und jede Menge Moos als Füllmaterial benutzen. All das wächst unmittelbar neben unserem Haus. Ach, du hast doch nur Angst, gebissen zu werden und dich in eine von ihnen zu verwandeln. Abgesehen davon finde ich es schön, dass wir es geschafft haben, eine Weile hinauszukommen. Oh, die ist so happy. Liebling, du hättest mir Bescheid geben sollen, bevor du das Rad reparierst. Wovon redest du? Es war etwas, das mich an sie erinnerte. Du hättest es mir nicht wegnehmen dürfen. Ich habe gar nichts repariert. Ich rede von dem alten Wagenrad in der Scheune. Das war ich nicht. Wer dann? Oh. Liebling, geht es dir gut? Ja. Ja, es geht mir gut. Ich brauche nur einen Moment. Bist du immer noch wütend auf Jasper? Oh, dieser Kerl. Ich hätte wissen müssen, dass das passieren wird. Er hat mich eben erst gefragt, ob er sein Bootsprojekt nach Angie benennen dürfte. Ich denke, das war eine nette Geste. Sein Bootsprojekt? Es ist nicht mal seins. Er hat die Idee Chambre gestohlen, nur wenige Tage nach ihrem Unfall. Und weil wir ihn damals damit haben davonkommen lassen, versucht er es jetzt erneut. Wir...
Ich kann nicht zulassen, dass er mir noch mehr nimmt. Ende der Diskussion. Die ist richtig pisst. Die ist richtig pisst. Vielleicht sollte ich Mom erzählen, genau. Geh das mal deine Mom erzählen, weil die weiß es schon. Hey, es tut mir leid, aber ich muss zurück. Plus? Oh, okay. Ich glaube, ich werde noch ein wenig bleiben. Ich habe so das Gefühl, dass ich jeden Moment auf Gold stoßen könnte. Oder mich beim Versuch in einem Wirbelsturm aus Pusteblumensamen verirre. Solange du nicht dabei weggeblasen wirst, ich brauch dich noch. Oh, du meinst das wirklich? Es ist nicht deine Schuld, dass die Dinge so sind, wie sie eben nun mal sind. In den nächsten Wochen wird sich das nicht großartig verbessern. Aber irgendwann ist es vorbei. Ich sage dem Wirbelsturm, dass er bis dahin warten soll. Er besteht ohnehin nur aus kalter und warmer Luft, die um sich selbst kreist. Er sollte uns verstehen. Okay, wir sehen uns im Haus. Jetzt habe ich es auch wieder. Cool. Ich habe das Wagenrad repariert, Mom. Das warst du? Bist du enttäuscht? Nein, ich... Nein. Nein, ich bin nicht enttäuscht. Deine Mom war nur albern. Du hast es also repariert. Ich hatte keine Ahnung, dass du so etwas kannst. Es war einfach. Die kaputte Speiche. Sie hat mich an sie erinnert. Als wäre sie eben erst missmutig aus der Scheune gestapft. Sie ist nicht mehr wütend auf dich, Mom. Hm? Wenn du willst, kann ich dir und Dad mehr auf dem Bauernhof helfen. Ich bin inzwischen alt genug dafür. Nur wenn du das wirklich willst. Es ist keine große Sache. Denk einfach darüber nach. Tschüss, Mom. Auf Wiedersehen, meine Kleine. Ich liebe dich. Oh, unbeschwert. Ja, nö, ist klar. Ich bin auch immer unbeschwert einen Tag, nachdem meine Schwester gestorben ist. Das ist für dich. Oh. Spielt er nur? Voll schön. Mein Erfolg geht auch hoch. Jetzt spielt er nicht mehr. Das finde ich schade, dass es nicht weitergeht. Warten, bis Erfolg hochgeht. So. Zugehörigkeit auch noch auf grün. Okay, vielleicht auch nicht. Was macht sie jetzt? Und sie ist verspielt. Der geht's auch gut. Halt auch nicht ihr Kind oder so, ne? Redest du auch? Hallo? Ah. Und voilà. Fertig. Bestimmt schön aus. Binde einen Kranz. Und das Wetter ist auch wieder schön geworden. Cool. Das hat sie fertig. Ich darf... Was soll ich gleich einbeziehen? Das einfach selbst machen. Das haben wir jetzt selbst gemacht. Wir können mal mit ihm noch sprechen. Sie ist eigentlich relativ... Sie ist zufrieden. Sie ist unbeschwert. Sie ist glücklich. Der geht's richtig gut. Mit ihm machen wir aktuell ja nichts. Da warten wir, bis die aufeinandertreffen. Der Kranz für das Begräbnis ist fertig. Ja, er ist vielleicht ein wenig wild geraten. In den Augen einer hoffentlich nicht sehr stimmgewaltigen Minderheit. Aber ich bin sicher, Angie hätte es sehr gefallen. Durchlaufen. Ein Trauerkranz sollte ein Grab schmücken und nicht davon ablenken. Aber ich bin froh, dass er fertig ist. Eine Sache weniger auf der Liste. Es tut mir allerdings leid, dass du die ganze Arbeit machen musstest. Wie lange bin ich jetzt schon hier? Seit fast 3 Jahren? Mittlerweile hätte dir auffallen müssen, dass du dich nicht nur auf dich selbst verlassen kannst. Vielleicht will ich dich einfach nicht in meinen Schlamassel hineinziehen. Nenn es nicht deinen Schlamassel. Oder glaubst du wirklich, dass du für das, was passiert ist, verantwortlich bist? Wer weiß? Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich das. Du glaubst das nicht wirklich, oder? Dass alles, egal was passiert, immer irgendwie auf deine Kappe geht? Die Wahrheit ist, dass du als liebreizendste Person auf diesem Planeten nicht mal einer Fliege etwas zuleide tun könntest. Selbst wenn du es wollen würdest.
doch damit nichts zu tun, oder? Wir haben jetzt einen wunderschönen Kranz aus Leimkraut, Engelwurz, Löwenzahn und Moos. Beim Sammeln konnten wir ein paar luxuriöse, ungestörte Stunden miteinander verbringen. Das war schön. Siehst du? Also lass uns jetzt nach vorne schauen und all das hinter uns lassen. Ich werde es versuchen. Guck mal, jetzt können wir den auch nicht, beide nicht mehr steuern. Okay. Sie auch nicht mehr. Können wir gar nichts mehr machen, außer warten, dass irgendwas passiert. Und der geht's ja auch richtig gut gerade. Der geht's okay, aber... Ich denke mal, der Tag ist jetzt noch ein bisschen chillen. Ich habe nach dir gesucht. Ich ziehe durch das Dorf und gucke, ob irgendjemand etwas braucht. Wow, durchs ganze Dorf. Du musst dir ja schon die Füße wund gelaufen haben. Spar dir deine zynischen Aussagen. Wir leiden alle. Nicht bloß du. Das ist gut, denn Angie war bereit, alles für dieses Loch hier zu opfern. Vermutlich ist genau das passiert. Wusstest du, dass sie den Abend eigentlich mit mir hätte verbringen sollen? Stattdessen ist sie auf ihrem Fahrrad aus dem Dorf rausgefahren. Irgendjemand hat ihr sicher wieder in letzter Sekunde einen Botengang aufgetragen. Dazu hätte es nur einen Dackelblick und eine einfache Frage gebraucht. Ich weiß, es ist spät, aber könntest du mir bitte bla bla bla? Und schon hätte sie den guten Samariter gespielt. Ohne jemals an sich selbst zu denken. Es war ein Unfall. War es das? Tut mir leid, aber ich muss gehen. Das tut gut. Lass uns einfach die Stadt verlassen und hingehen, wo wir wollen. Wir schaffen das, Angie, das verspreche ich. Wie konntest du mich bloß einfach so im Stich lassen? Das ist nicht fair. Ist er fertig? Ich glaube, er ist fertig. Machen können wir nichts mit ihm. Nur was mit ihr machen? Kann sie irgendwie mit ihrer Mom plaudern? Nö. Ist für die anderen übrig. Er redet mit den Schafen, okay. Kann nichts mit ihm machen. Routine ist okay, Alleinsein ist okay. Komm, wir nähen noch mal ein bisschen was. Sonst ist ja fast jetzt der Tag schon um. Ah, guck mal. Von allen Dingen, die immer noch zu erledigen sind, können wir zumindest den Trauerkranz von unserer Liste streichen. Gott segne dich. Das Grabmal ist auch fertig. Es ist... Ich glaube, mir fehlt die Kraft, mich zu beschweren. Immerhin kann ich mich darüber freuen, dass sie einen ordentlichen Kranz bekommt. Lee schlug vor, einheimische Blumen für sie zu pflücken. Nichts Aufwendiges oder zu Schickes. Genauso hätte Angie es sich gewünscht. Willst du damit etwa sagen, die Blumen aus den Gewächshäusern waren für sie zu extravagant? Nein, ich denke, Lee wollte etwas Persönlicheres. Ich verstehe. Sag ihr, dass das sehr aufmerksam von ihr war. Das hört sich nicht gut an. Arme Mutter, ey. Hätte sich ja selber kümmern können. Kannst ja nicht erwarten, dass andere genau das so machen, wie es, was du in deinem Kopf hast. Wäre schön, wenn das so gehen würde, aber nein, da geht's so nicht. Laufen gehen musst du nicht, ein Buch. Geh ein Buch lesen. Tu etwas für deine Belastung. Ist jetzt sowieso schon fast Schlafenszeit für die Leute. Oder ist jetzt schon? Oh ne, sie isst jetzt noch was, okay. Scheint kocht Lee sehr gerne ungesund. Irgendwas für ihre Gesundheit tun? Und etwas Gesundes kochen, trainieren. Dann geh trainieren. Genau. Wir sollten jetzt langsam schlafen sein. Das ist schon viel, ich sollte jetzt wirklich schlafen gehen. Gut. Das heißt, wir sind hier fertig, glaube ich. Alles, was steuerbar ist, ist im Bett. Und ich würde sagen, das war es für diese Folge. Um 0 Uhr geht es jetzt weiter, dass alle ins Bett gehen und ihren Schlaf auskurieren. Und in der nächsten Folge werden wir mal gucken, was los ist. Ich glaube, das ist dann der Tag, wo das Begräbnis stattfindet. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und da kommt auch schon... Oh nee, da kommt jetzt noch ein kleiner Storyteil, ne?
Den hören wir uns noch an. Es war an meinem letzten Geburtstag. Du hattest dich im Handarbeitszimmer eingeschlossen und ich wollte gerade mit Dads alljährlicher Schnitzeljagd beginnen. Da bist du ja. Ich wollte gerade mit der Schnitzeljagd beginnen. Machst du mit? Wozu? Es ist wunderschönes Wetter und wir könnten gemeinsam ein tolles Abenteuer erleben. Abgesehen davon hat Dad in letzter Zeit ziemlich viel Mühe auf dem Hof. Wenn wir uns auf eine seiner Schnitzeljagden einlassen, bringt ihn das vielleicht auf andere Gedanken. Aber am Ende wartet dann doch wieder kein Geschenk auf dich. So wie immer. Das stimmt nicht. Ich habe letztes Jahr einen Picknickkorb bekommen. Das war Großvaters alter Korb. Du hast ihn noch nie benutzt. Dad meinte sogar, es sollte gar kein Geschenk, sondern ein weiterer Hinweis für dieses Jahr sein. Stimmt. Er schindet ständig Zeit. Ich schätze, die einzige Sache, die gewiss ist, ist der stetige Anstieg meiner Erwartungshaltung. Vielleicht wartet er bloß darauf, dass ich den Führerschein mache, damit er mir ein Auto kaufen kann. Oder ein Haus, wenn ich Kinder habe. Oder ein Rollator, wenn du eine alte Lady bist. Das wäre super. All die Jahrzehnte auf den Beinen und der Jagd nach Hinweisen durch das ganze Dorf. Und am Ende führt alles zu einer goldenen Gehhilfe an meinem 80. Geburtstag. Das wäre jedenfalls Dads bisher wohl durchdachtester Witz. Du kommst also nicht mit? Ich würde lieber zu Hause bleiben und nähen. Nun, falls du deine Meinung ändern solltest, das ist der Hinweis, den ich heute Morgen im Korb gefunden habe. Was hält alle warm, doch sie selbst nicht mehr? Denk dir bloß die Begeisterung in Dads Augen, wenn er seine beiden Töchter bei einer seiner Sisyphus-Jagden sehen könnte. Er wäre sowas von stolz. Ja, nein. Was hält alle warm, doch sie selbst nicht mehr. Hast du vielleicht eine Vermutung? Dad wäre so glücklich, wenn du die Jagd dieses Jahr zu Ende bringen würdest. Gut, wir haben eine neue Aufgabe. Cool. Das war's aber erstmal für diese Folge jetzt. In der nächsten Folge wird wahrscheinlich dann das Begräbnis stattfinden. Bin ich mir sehr gespannt, ob wir da auch vielleicht nochmal einen neuen steuerbaren Charakter bekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.